Ja, hallo und herzlich willkommen in Conversion Masterplan Modul 3, Lektion 5, Social Proof. In dieser Lektion machen wir uns die Tatsache zunutze, dass der Mensch ein Herdentier ist. Und diesen Fakt können Sie wirklich und müssen Sie nutzen, wenn Sie effektiv werben wollen. Und genau darum geht es eben in dieser Technik, die wir mal unter dem Überbegriff Social Proof, was so viel heißt wie sozialer Beweis sozusagen, mal zusammenfassen. Wir setzen hier auf ganz grundlegende Mechanismen der Gesellschaft. Wenn viele Leute ihrem Interessenten erzählen, dass eine Sache gut ist, dann wird er es auch glauben. Je mehr, desto besser. Es geht hier ganz einfach um das tiefe Bedürfnis, zu einer Gruppe zu gehören. Und diesen Effekt müssen Sie sich wirklich zunutze machen, wenn Sie effektiv werben wollen. Und genau das werde ich Ihnen hier erläutern. Zunächst mal aber so ein bisschen wissenschaftlichen Background dazu. In dem Buch Die Psychologie des Überzeugens von Robert B. Cialdini heißt der Gute, schwierig auszusprechen, gibt es ein nettes Experiment, das ich Ihnen hier mal erläutern werde. Dieses Buch übrigens, wenn Sie irgendein Buch zum Thema Verkaufspsychologie kaufen, kaufen Sie bitte das. Ich hole da wirklich regelmäßig neue Dinge für mich raus und einiges von dem, was ich hier lerne, habe ich auch ursprünglich genau daher, zum Beispiel eben auch hier Elemente in diese Richtung und auch noch einige der anderen Techniken, die wir uns noch anschauen werden. Also, das Experiment ging folgendermaßen. Sie kennen doch sicherlich die Hinweise im Hotelbadezimmer, in denen man gebeten wird, sein Handtuch mehrfach zu benutzen. Da meistens in Hotels gibt es so einen Sticker oder sowas, wo steht, bitte verwenden Sie Ihr Handtuch mehrfach. Und hier wurde eben Experiment gemacht und es wurden mehrere Varianten von diesem Aufkleber, von diesem Hinweis verglichen. Variante 1, das ist das, was wir in der Regel kennen, das war der Hinweis, dass es gut für die Umwelt ist, wenn man weniger wäscht und deswegen doch man als Hotelgast bitteschön sein Handtuch nicht auf den Boden schmeißen, sondern mehrfach verwenden soll. In Variante 2 wurde angeboten, das so gesparte Geld für einen guten Zweck zu spenden. In Variante 3 wurde mitgeteilt, dass diese Spende bereits gemacht sei und indem man eben sein Handtuch nicht auf den Boden schmeißt, dann kann man das quasi im Nachhinein ausgleichen, quasi dieses Spendenkonto sozusagen. Und in Variante 4 schrieb man schlicht und einfach, dass die Mehrheit der Gäste ihre Handtücher mehrfach verwenden. Welche der drei oder vier Varianten glauben Sie war am erfolgreichsten in diesem Experiment? Die Lösung ist, klarer Sieger wurde Variante 4. Hier benutzten 48% der Gäste bei diesem Experiment ihr Handtuch mehrfach. Noch etwas besser war die Quote, als man das präzisiert hat und geschrieben hat. Die Mehrheit der Gäste in diesem Raum verwendet ihr Handtuch mehrfach. Gut, Variante 4, wenn man ehrlich ist, macht natürlich am allerwenigsten Sinn im Prinzip. Es ist eigentlich keine wirkliche Aussage, die irgendeine eine Bedeutung hat. Alle anderen drei Varianten sind argumentativ deutlich, deutlich stärker. Aber trotzdem sie stärker sind von der Argumentation her, funktionieren sie deutlich schlechter als der einfache, schlichte Hinweis, die anderen machen es auch. Und das ist genau das, was wir uns hier ausnutzen. Und das ist eben genau dieser Fakt, dieses ganz grundlegende Bedürfnis, dass wir Menschen gerne zu einer Gruppe gehören wollen. Und genau diese Sache müssen Sie sich auch in Ihrem Marketing zunutze machen. Ich zeige Ihnen dann noch ein konkretes Beispiel. Der Erfolg zum Beispiel von Amazon.de, von Amazon.com, basiert zu einem nicht unwesentlichen Teil genau auf diesem Punkt. Wenn Sie etwas dort bestellt haben, dann sehen Sie, das wissen Sie sicherlich zunächst mal, den Hinweis, Kunden, die ... gekauft haben, haben auch das und das gekauft. Wie oft haben Sie, wenn Sie bei Amazon Kunde sind, da schon ein weiteres Buch dazu gekauft und plötzlich haben Sie doppelt so viel Geld ausgegeben, wie geplant? Wahrscheinlich oft genug, also mir geht es zumindest so. Und genau das ist mit ein Grund, wieso diese Firma so extrem erfolgreich ist. Und das ist ganz, ganz einfach Social Proof. Da wird gesagt, du hast Produkt A gekauft, also gehörst du zu einer bestimmten Gruppe. Die anderen Leute von Gruppe A haben auch das und das gekauft. Also, wenn du wirklich zu der Gruppe gehörst, kauf bitte schön auch noch Produkt B.
Das können Sie zum Beispiel verwenden, ganz einfach. Wir hatten das One-Time-Offer ja schon in Modul 2 besprochen. Können Sie ganz einfach verwenden für den Einleitungssatz für das One-Time-Offer beispielsweise. Könnte in die Richtung gehen: Vielen Dank für Ihr Interesse. Übrigens, meine erfolgreichsten Kunden haben nicht nur Produkt, was sie gerade verkauft haben, bestellt, sondern dazu auch gleich noch Produkt, was ich jetzt im One-Time-Offer gleich verkaufen werden, gekauft. Deshalb habe ich mich entschlossen, Ihnen als Käufer von Produkt A Produkt B zum absoluten Sonderpreis anzubieten, allerdings nur jetzt und hier, und dann können Sie im Prinzip in Ihren Verkauf starten Ihres One-Time-Offers. Also sehr, sehr gute Einladung fürs One-Time-Offer, eben auf Basis von diesem Social Proof und von diesem Element: Okay, wenn du zu dieser Gruppe gehören willst, und das scheint ja der Fall zu sein, dann musst du eigentlich auch Produkt B kaufen, sonst gehörst du nicht so wirklich dazu. Also sehr, sehr mächtige Technik, die Sie unbedingt einsetzen sollten. Wie gesagt, hier ein gutes Beispiel, wo Sie das am One-Time-Offer einsetzen könnten. Ich zeige Ihnen das Ganze noch ein bisschen genauer. Sie können sich im Prinzip 4 Stufen der Zustimmung zu einem Produkt vorstellen. Stufe 1 ist, Sie selber sagen, dass etwas gut ist. Ihre Besucher denken: Ja, okay, könnte sein, aber natürlich wird der Verkäufer mir erzählen, dass das großartig ist. Logisch. Stufe 2: Jemand anders sagt, dass es gut ist. Das ist dann das klassische Testimonial, was Sie auf jeden Fall auch nutzen sollten. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ihr Besucher wird jetzt schon denken: Okay, ja, das könnte sein. Andere Leute sagen das auch. Das ist auf jeden Fall immer gut. Stufe 3: Alle, gefühlt alle, sagen, dass es gut ist. Das heißt, viele, viele Testimonials erfüllen diesen Zweck. Ihr Benutzer denkt wahrscheinlich, Ihr Besucher denkt jetzt wahrscheinlich: Okay, das muss einfach stimmen. Das ist genau der Grund, wieso Sie bei vielen dieser Sales Letter Verkaufsseiten eben nicht nur 2 Dutzend Testimonials sehen, sondern vielleicht sogar, ja, Hunderte unter Umständen sogar. Kaum jemand wird die alle durchlesen, aber die schiere Masse ist einfach, ja, ein Argument, das sagt, das muss einfach stimmen, da muss einfach was dran sein. Deswegen, je mehr Testimonials, desto besser natürlich. Und in Stufe 4 kommt noch dazu eine unabhängige Instanz, zum Beispiel die Presse. Wenn Sie das noch dazu bekommen, dann haben Sie es, glaube ich, wirklich, haben Sie alles, was Sie brauchen. Also viele Testimonials, viele Normalos, die das quasi auch sagen, und dazu am besten noch die Presse, dann sind Sie wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg. Also nutzen Sie die Tatsache, dass Ihre Besucher gern zu einer Gruppe gehören wollen. Und dafür sind eben diese schon erwähnten Testimonials, Erfahrungsberichte, eine sehr gute Grundlage. Je mehr Sie machen können in diese Richtung, desto besser. Testimonials, je mehr, desto besser zunächst mal. Idealerweise keine, nicht nur Text-Testimonials, sondern auch Videotestimonials. Also Ihr Kunde setzt sich vor die Kamera und erzählt, wie toll Ihr Produkt beispielsweise ist. Gruppentestimonials, Fallstudien und so weiter und so fort. Sie können hier wirklich nicht zu viel machen. Machen Sie, was geht, und machen Sie wirklich so viel irgend möglich. Stellt sich die Frage: Wie kommen Sie an Testimonials? Die wichtigste Regel dafür ist: Fragen Sie einfach nach. Zum Beispiel, ich empfehle Ihnen grundsätzlich, habe ich Ihnen ja schon gesagt, dass eigentlich Ihre Käufer die beste Liste sind, die Sie haben. Und deswegen sollten Sie grundsätzlich alle Ihre Käufer in eine eigene E-Mail-Verteilerliste aufnehmen. Das heißt, in dem Moment, wo Ihr Käufer oder Ihr Interessent zum Kunden wird, zum Käufer wird, wird er aus Ihrer normalen Liste, aus Ihrem normalen Verteiler gelöscht und kommt in einen weiteren Verteiler, einen Kundenverteiler einfach rein. Und hier können Sie direkt nach dem Kauf die Kunden zunächst mal fragen, ob sie Hilfe brauchen oder ähnliches. Dann würde ich Ihnen raten, dass Sie per E-Mail vielleicht noch einen zusätzlichen Bonus anbieten, noch was dazu anbieten einfach. Und dann erst nach 2, 3 Wochen vielleicht kommt eine weitere E-Mail automatisch, in der Sie fragen: Wie sieht's aus? Findest du mein Produkt toll? Schick mir doch einen Erfahrungsbericht beispielsweise. Wenn Sie das so machen, dann werden Sie im Laufe der Zeit viele Erfahrungsberichte auf jeden Fall einsammeln. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass es gerade zu Beginn, wenn Sie noch keine Kunden haben, sehr, sehr schwierig ist, Testimonials zu bekommen. Und hier haben wir so ein typisches Henne-Ei-Problem sozusagen. Was war zuerst da? Für viele Kunden brauchen Sie Testimonials, die Sie ohne Kunden nicht erhalten. Also, ja, wie kommen Sie aus diesem Teufelskreis, könnte man auch sagen, raus? Einfacher Ratschlag dafür: Fragen Sie einfach in der Anfangsphase Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter und so fort, frühere Kunden, andere Geschäfte. Einfach Leute, die Sie kennen, um Erfahrungsberichte.
Der erste Erfahrungsbericht ist wahrscheinlich das Schwierigste im Normalfall. Also wenn Sie den ersten mal haben, dann sind die anderen auch nicht mehr so schwierig zu bekommen. Fallstudien ist ein weiteres Beispiel, was wir noch besprechen sollten. Testimonials sagen im Prinzip nur ganz kurz sowas aus wie, ja, ist eine tolle Sache, tolles Produkt, weiter so. Fallstudien gehen deutlich, deutlich weiter. Eine Fallstudie beschreibt möglichst genau, wie sich die Nutzung Ihres Produkts auswirkt, enthält beispielsweise Statistiken, Vorher-Nachher-Bilder und so weiter und so fort. Also hier machen wir wirklich eine ganz konkrete Studie, wo wir den Leuten genauer beschreiben, okay, User so und so, Benutzer so und so war in der und der Lage, dann hat er das und das gemacht, was ich ihm geraten habe und jetzt sieht die Sache so aus und so weiter. Also wirklich konkret beschreiben, was sich geändert hat. Also arbeiten Sie mit Fallstudien, um Ihren Interessenten zu beweisen, dass Ihr Produkt wirklich das hält, was Sie versprechen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie müssen das wirklich beweisen an dieser Stelle. Kommen wir zum Abschluss noch zur Kommentarfunktion. Das werden wir in Modul 4 an zwei Stellen noch mehr anreißen, deswegen hier nur ganz kurz. Wir werden es in Modul 4 besprechen, wenn es um den Launch geht und wir werden es besprechen, wenn es ums Blog geht. Ich zeige das aber mal ganz kurz hier vorab. Sie alle haben den Conversion Masterplan gekauft, logischerweise, sonst wären Sie jetzt nicht hier. Und da haben wir sehr, sehr stark eben genau mit diesem Element gearbeitet, mit Social Proof über die Kommentarfunktion, die wir genutzt haben. Das heißt, wir haben quasi Kommentare integriert in dieses ganze Launch-System. Dazu, wie gesagt, im Modul 4 dann noch entsprechend mehr. Und das war ein ganz elementarer Bestandteil meiner Launch-Strategie. Das war der Grund, wieso ich gesagt habe, wir machen diesmal das Ganze auf Basis von der WordPress, von der Software WordPress, von der Blog-Software WordPress, damit es eben einfach geht mit den Kommentaren. So haben wir bekommen schnelles, positives, authentisches Feedback, also im Prinzip perfekter Social Proof. Und wie gesagt, wir werden dieses Thema, wie wir die Kommentare, die Sie einsammeln können, in Blogs und eben auch in Launch-Situationen, werden wir dann nochmal besprechen im vierten Modul beim Launchen und beim Blog. Und das war Modul 3, Lektion 5. Wie gesagt, wir kommen nochmal darauf zurück, auf die Kommentarfunktion im vierten Modul. Und ja, wie gesagt, da werden wir uns nochmal konkreter uns anschauen, wie genau Sie diese Dinge nutzen. Damit, wie gesagt, endet Modul 3, Lektion 5. In der sechsten Lektion werden wir dann noch uns das Thema Consistency anschauen. Auch das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Bis dahin, ciao, Ihr Heiko Hössler.